Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, wie man eigentlich am effizientesten duscht und was braucht man denn wirklich? Genau darum geht's heute. Kurz und knackig mit Dick Johnson. Los geht's! Was braucht man denn zum Duschen? Du brauchst was für den Körper, du brauchst was für die Haare. Und wenn du Bartträger bist wie ich, dann brauchst du auch was Besonderes für den Bart, weil der Bart, das sind andere Haare als die, die du auf den Kopf hast. Fangen wir mal mit dem Körper an. Du brauchst ein Duschgel. Und wenn du jemand bist, der morgens duscht, dann ist so ein erfrischendes Duschgel sehr hilfreich. Und da gibt es was ganz Tolles von Dick Johnson. Alles, was ich euch heute zeige, ist in diesen Flaschen und mit diesem Pumpmechanismus. Und der ist unheimlich ergiebig. Also da langt so eine Flasche viel länger, als man eigentlich denkt. Natürlich darfst du jetzt nicht für jedes Duschen 45 Mal pumpen. Das ist ein bisschen zu viel. 3 Pumps langen hier vollkommen aus. Das Duschgel hat einen absolut kräftigen Kühleffekt. Und wenn ich kräftig sage, dann meine ich auch kräftig. Das bedeutet, in Richtung Außenminister und Gefolge bitte sehr vorsichtig sein, weil das erfrischt wirklich. Absolut cooles Duschgel. Und wie sieht es mit den Haaren aus? Für die Haare brauchst du ein Shampoo. Und auch das Shampoo von Dick Johnson kommt in der ergiebigen Pumpflasche. Und hier ist das Coole, hier sind Tabakblätterextrakt, Cannabisöl und Koffein drin. Alles Inhaltsstoffe, die für uns Männer doch eine hohe Bedeutung haben, weil wir möchten gerne unsere Haare so lang wie möglich behalten. Und diese Inhaltsstoffe, die hier drin sind, die unterstützen. Koffein vor allem, kennt man ja inzwischen. Und für den Bart in der gleichen Pumpflasche ein Beard Wash, ein schönes Shampoo für den Bart. Man muss verstehen, dass die Haare im Gesicht andere Haare sind als die Haare auf dem Kopf. Die brauchen andere Inhaltsstoffe. Hier ist noch Aloe Vera mit drin. Es ist ein sehr pflegendes Shampoo. Meinen Bart macht dieses Bartshampoo absolut weich. Ich kann es nur empfehlen. Es macht richtig Spaß, damit zu duschen. Tja, und wie sieht es aus, wenn man mal ins Fitnessstudio will oder man vielleicht mal 2 Tage weg ist, da will man ja nicht 40 Fläschchen mitnehmen. Auch daran haben sie gedacht, es gibt das Hair & Body Wash in der gleichen Flasche. Auch sehr cool, hier ist Hopfen und Betain mit drin. Auf jeden Fall würde ich aber auch ins Fitnessstudio mein spezielles Shampoo für den Bart mitnehmen. Das ist schon wichtig, der wird gehegt und gepflegt und dann kann ich ruhig ins Fitnessstudio noch ein zweites Fläschchen mitnehmen. Und was ist jetzt Conditioner? Conditioner ist etwas, das die Haare doch weicher macht und geschmeidiger macht. Ich würde es nicht jedes Mal beim Duschen verwenden, aber zwischendrin ab und zu macht es schon Sinn, ein bisschen eine intensivere Pflege für die Haare zu nehmen. Und da kommt dann der Conditioner ins Spiel. Der Conditioner von Dick Johnson hier auch, das haben wir eben schon mal gehört, mit Tabakblättern, mit Cannabisöl und mit Koffein. Und für jemanden wie mich, der doch Wert drauf legt, wie es zu Hause aussieht, macht es absolut Sinn, diese Flaschen zu haben. Weil ich mag es nicht, wenn ich ins Bad reinkomme und das sind 30 verschiedene Flaschen in 40 verschiedenen Formen und 80 verschiedenen Farben. Und wie riecht das jetzt alles? Spielt ja auch eine große Rolle. Es ist wirklich gut aufeinander abgestimmt. Das Beard Wash und das Hair & Body Wash haben diesen Whisky-Vanilla-Duft. Das ist so der Signaturduft von Dick Johnson. Den kennt man schon vom Bartöl, vom Snake Oil. Das Duschgel mit dem Kühleffekt, das hat einen sehr minzigen Duft. Es ist ja eine finnische Firma und ich glaube, die Finnen wissen, wie eine Sauna riecht und das bringen sie hier richtig gut rüber. Shampoo und Conditioner haben den Whisky-Cola-Duft, den man bei Dick Johnson schon von der Pomade kennt. Also wie ihr merkt, alles wirklich top aufeinander abgestimmt. Und jetzt viel Spaß auf dickjohnson.de. Stöber ein bisschen durch den Shop. Wenn du was findest, schmeiß es in den Warenkorb. Aber vergiss bitte nicht beim Checkout den Code MITCH20 zu verwenden. Dann kannst du deine Portokasse nochmal mit 20% Rabatt schonen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt viel zu entdecken und ich würde mich echt freuen, dich mit an Bord zu haben. Passt auf euch auf, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Kurz und knackig mit Dick Johnson.